Bildung und Lehre kommen. Und der erste Vortragende ist Jens Elligehausen. Er kommt von der Universität Kassel aus dem Fachgebiet Vegetations- und Landschaftsökologie. Und der Titel seines Vortrags ist Voss in der Gewässerentwicklungsplanung, Erfahrungsbericht aus Praxis und Lehre. Und es geht im weitesten Sinne darum, also es ist ein Thema aus dem Bereich EU-Wasserrahmenrichtlinie. Und ich bin sehr gespannt, weil es sehr praxisorientiert klingt. Hallo, mein Name ist Jens Elligehausen. In meinem Vortrag geht es heute, Sie sehen schon im Titel, um den Einsatz von freier, quelloffener Software in der Gewässerentwicklungsplanung in Lehre und Praxis. Zunächst ein paar Worte zu mir und zum Rahmen, in dem ich mich bewege. Ich bin Landschaftsökologe mit Schwerpunkt auf Gewässerökologie, Geoinformationssysteme und Umweltrecht, war knapp 6 Jahre bis März 2021 Dozent für Geoinformationssysteme am Fachbereich 6 Landschaftsplanung der Universität Kassel. Parallel arbeite ich noch in einem Umweltbüro und ehrenamtlich in einem Gewässerschutzverein an vergleichbaren Themen. Also ich betrachte quasi die Gewässerentwicklungsplanung aus verschiedenen Perspektiven, schwerpunktmäßig oder ausschließlich allerdings aus einer Open Science bzw. FOSS-Perspektive. Warum Gewässerentwicklungsplanung? Wozu brauchen wir das überhaupt? Manchmal ist das nicht leicht vermittelbar, wenn Maßnahmen für einzelne Arten umgesetzt werden. Wozu brauchen wir überhaupt die Kröten? Was können die außer Mücken fressen und so weiter? Ich denke, etwas breiter gefasst ist es etwas einleuchtender. Gesunde Gewässer sind nun mal die Grundlage für die Trinkwasserversorgung, die Nahrungsmittelproduktion in der Landwirtschaft und Naherholung wären ohne naturnahe Gewässer auch nur eingeschränkt möglich. Wenn wir uns jetzt den ökologischen Zustand der Gewässer in Deutschland anschauen, dann stellen wir fest, dass nur etwa 10% das Ziel des guten bis sehr guten ökologischen Zustandes erreichen. Und da schauen wir uns einfach mal das Bild oben rechts an. Der idyllische Eindruck täuscht oft über die grundlegenden Veränderungen in vielen Fließgewässern hinweg. Viele Gewässer sind einfach zu strukturarmen Gewässerautobahnen ausgebaut und bieten nur wenigen Tierarten und Pflanzenarten einen geeigneten Lebensraum. Es gibt also aus verschiedenen Perspektiven heraus viel zu tun, um die Lebensgrundlage aller nachhaltig zu sichern. Warum freie, quelloffene Software? Warum Open Science? Ich denke, den meisten brauche ich das hier nicht erklären. Ich bin auch kein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet und die Liste lässt sich sicherlich fundiert erweitern. Aber die meisten oder viele Vorteile sollten auf der Hand liegen. Unabhängigkeit von einem Hersteller, Anpassbarkeit, Kontrolle über Funktionen, die Verwendung der Software, Verfügbarkeit für verschiedene Plattformen. Der Aspekt Sicherheit ist sicherlich auch nicht zu vernachlässigen und nicht zuletzt kommt das Thema Kosten vielleicht auch noch dazu. Wobei ich das viel weniger im Sinne von Umsonst-Mentalität verstehen würde, sondern eher, dass es keine Einstiegshürden gibt, um loszulegen. Und da finde ich in dem Zusammenhang einfach diesen Tweet oben recht passend. Ich bekomme alle Werkzeuge, um jetzt am Beispiel Gewässern das Ökosystem zu verstehen und habe keine Einstiegshürden. Das finde ich sehr attraktiv. Ja, wie läuft die Gewässerentwicklungsplanung dann mit freier, quelloffener Software? In der Regel muss man auch hier rausgehen, das Gewässer untersuchen, Daten zusammentragen und auswerten. Dann werden meist technisch recht banale Printprodukte in DIN A2, 1 oder 0 ausgegeben zum Ist-Zustand mit allen Defiziten im Lebensraum Gewässer, Maßnahmenpläne zur Verortung der einzelnen Baumaßnahmen erstellt etc. Das ist recht klassisch gehalten. Spannende, gerade in der Lehre, sind dann aktuelle Entwicklungen, die aber eher langsam Einzug in den PlanerInnen-Alltag halten.
aber hier schön getestet werden können, wie zum Beispiel Kartierung mit Smartphone-App statt High-End Toughpad zum Beispiel, WebGIS zur Erstellung räumlicher Umfragen, zur Präsentation von Geodaten oder von Kartierungsergebnissen oder Auswertungen und natürlich auch Drohnen zur Erzeugung eigener Luftbildprodukte oder zur Vermessung von Gerinne, der Gerinnemorphologie, viele vergleichbare. Ja, welche Software wird dabei in der Regel eingesetzt? Im Bereich Desktop-GIS ist natürlich QGIS bei uns am meisten im Einsatz gewesen, wegen der einfachen, intuitiven GUI. Wir haben aber auch mit GRASS und SAGA in Teilen gearbeitet. Fotogrammetrie meistens über OpenDroneMap, ein bisschen Visualisierung, Auswertung über Cloud Compare, Blender und Co. Im Feld draußen Input, QField, aber auch Eigenentwicklung. Kommen wir nun zu Beispielen aus der Praxis. Ich hatte immer das Gefühl, dass bei Themen mit klarem Praxisbezug am ehesten die Studierenden begeistert werden können, dass der Funke dann überspringt. Und das ist gerade dann wichtig, weil der GIS-Themenkomplex oft als sperrig und trocken wahrgenommen wird. Und Wasser oder Gewässer, Gewässerrenaturierung, also auch mit einem guten Zweck, zieht viele Leute an, auch unabhängig vom Alter. Und so hat sich das als passende Kombination ergeben. Wir haben auch immer versucht, die Projekte so praxisnah wie möglich zu halten, indem wir Partnerinnen aus der Praxis, aus Behörden, Vereinen und Büros hinzugezogen haben. Ich möchte das jetzt am Beispiel der Einführungsveranstaltung, also Einführung in GIS, ein bisschen mal darstellen. Der Praxisbezug in diesem Beispiel war die Fulda in Kassel, denn jeder Mensch, auch ohne abgeschlossenes Landschaftsökologiestudium, hat eine Meinung zum eigenen Stadtgewässer, zur Naherholungsqualität. Ich finde ein gutes Beispiel für diesen Aspekt oder für die positive Wirkung eines Stadtgewässers ist die Renaturierung der Isar in München, wo ja eindeutig die Naherholungsqualität und auch die positive Rezeption quasi der Renaturierung, glaube ich, einhellig positiv ist. Wir haben das Ganze immer in enger Abstimmung mit der Stadt Kassel gemacht und als Ergänzung zu geplanten Maßnahmenkonzeptionen zur Erhöhung der Attraktivität des Stadtgewässers gesehen und angedockt. Grundsätzlich ist in der Einführungsveranstaltung natürlich immer Grundlagenwissen im Bereich GIS, Datenmanagement, Symbolisierung, Labeling und so weiter vermittelt worden. Geodaten haben wir gerne ausschließlich mit freien Daten gearbeitet, also OpenStreetMap-Daten und zumindest frei verfügbaren SRTM-30-Höhendaten. Ja, praktisch sah das dann so aus, dass wir einen Fragebogen zur Naherholungsqualität, zur Erlebbarkeit des Gewässers, Zugänglichkeit erstellt haben, in die App integriert haben, die Studierenden sind rausgegangen, haben am Gewässer entlang Punkte gesetzt, dort Fragen beantwortet. Daraus konnten wir dann die Naherholungsqualität aus Sicht der Nutzerinnen dann aggregieren und auswerten. Das war eine wertvolle Ergänzung zum amtlichen Beteiligungsprozess, der ja meistens dann analog mit einer Printkarte und kleinen Nadeln dann weit weniger konkret, räumlich konkret und umfangreich ist. Insgesamt haben wir mit 600 Studierenden mehrere tausend Datenpunkte gesetzt und konnten schließlich prioritäre Bereiche für die Renaturierung des Stadtgewässers Fulda mit hohen Synergien, also auch klaren Forderungen an die Naherholungsqualität oder Erlebbarkeit ableiten. Kleinere Maßnahmen zur Uferumgestaltung eben mit einer erhöhten oder verbesserten Zugänglichkeit des Stadtgewässers sind nun in der Pipeline. Eines der umfassendsten Projekte, was ich in meiner Unilaufbahn begleiten konnte, war die Renaturierung der oberen Diemel. Wir haben hier alle Stationen der Gewässerentwicklungsplanung quasi abklappern können, haben das Ökosystem zunächst detailliert untersucht. Heißt also, wir haben uns den Fischbestand, die Wirbellosen, alle Indikatorarten für den Gewässerzustand genau angeschaut und dann die Kerndefizite, die Hauptprobleme des Ökosystems quasi herausgearbeitet. Und das Schöne an solchen Projekten
merkten, ist, dass es immer viel Raum auch zum Ausprobieren gibt. Und wir konnten eine erweiterte Version unserer Gewässer-App zur Kartierung der Defizite, Verortung der Defizite testen, haben mit einem Low-Budget-Leader rumgespielt, unzählige Drohnenbefliegungen umgesetzt, eigene Luftbilddaten abgeleitet, Vermessungen durchgeführt, unter anderem auch mit einem Open-Hardware-Projekt Ardu Simple, und hatten viel Spaß auch mit dem dann integrierten Point-Cloud-Support und haben dann auch mal den Dataplot-Baby-Plugin oder Erweiterung von QGIS explizit nutzen können. Sehr spannend und sehr hilfreich war die Open-Geodata-Politik des Landes NRW. Wir waren ganz glücklich, dann nicht mehr in Hessen unterwegs zu sein, weil wir eben wirklich alle Daten vom Luftbild bis zum Flurstück einfach und schnell zugänglich gemacht bekamen. Besonders spannend fand ich auch, dass wir den Standardplanungsprozess umgekehrt haben und quasi mit den Ehrenamtlerinnen vor Ort bottom-up die Maßnahmenpläne erstellt haben. Das Ganze konnte niedrigschwellig ohne großes Genehmigungsverfahren innerhalb der Unterhaltungspflicht umgesetzt werden. Es war tangiert von einem Umweltbildungskonzept vor Ort mit einer Schule dort und die Ergebnisse, Erkenntnisse sind konserviert oder dokumentiert auf einer Projektwebsite, um auch für ähnliche Projekte verfügbar zu sein bzw. genutzt werden zu können. Aktuell sind wir im Monitoring des Renaturierungserfolges und begleiten dieses Projekt eben auch langfristig. Anhand der Luftbilder, die wir aus den Drohnenbefliegungen abgeleitet haben, möchte ich mal zeigen, was wir eigentlich dort konkret gemacht haben, also welchen Umfang die Renaturierung haben. In erster Linie dient die Luftbildbefliegung auch dazu, die morphologischen Veränderungen zu dokumentieren. Letzten Endes wollen wir damit die Habitatverfügbarkeit mal bilanzieren, also einfach mal aufzeigen, okay, die Renaturierung hat zu einer Erhöhung von zum Beispiel hochwertigen Flachwasserzonen für gewisse Fischarten um den Faktor 10 geführt. Das Ganze ist natürlich als Work in Progress zu verstehen, also jetzt noch nicht abgeschlossen. Wir sehen jetzt oben in dem Bild den Zustand vor der Renaturierung. Das Gewässer war dort überall gleich breit, gleich tief, also relativ monoton. Und was wir jetzt gemacht haben, ist eben hochwertige Kiesinseln, Nebenarme, Gerinne anzulegen. Hier sieht man die Uferlinie nochmal kurz zur Orientierung eingeblendet. Das ist jetzt der Zustand direkt nach der Umsetzung um den 5. 6. März herum diesen Jahres. Und jetzt können wir die Entwicklung mal so bei einigen Hochwassern begleiten und sehen, wie sich hier diese Uferlinie schon nach wenigen Hochwasserereignissen verschoben hat. Also wir können die morphologische Veränderung hier erstmal visuell recht gut erkennen. Und ein weiteres Hochwasser geht durch. Die ersten Kiesinseln bilden sich hier im rechten Bereich des Bildes zu sehen aus. Und nachdem dieser Prozess weiter fortgeschritten ist und wir noch einiges an Pflegemaßnahmen, wie zum Beispiel das Einbringen von Totholzstrukturen, das sieht man jetzt mittig, ergänzt haben, sehen wir jetzt hier den Zustand vom 21. Mai, also von vor wenigen Tagen, der ganz gut aufzeigt, welchen Fortschritt diese Maßnahme jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit schon genommen hat. Hier noch die Point-Cloud-Daten, einmal als Top-Down und einmal als Schrägansicht. Wir werden weiterhin prüfen, ob die Point-Cloud-Daten zum Beispiel als ergänzender Input für die hydraulische Modellierung zum Beispiel geeignet sind. Also hier sind wir noch so ein bisschen am Probieren. Ja, ich würde natürlich gerne noch mehr erzählen, aber kommen wir nun zu einer zusammenfassenden Bewertung. Was bleibt nun als Fazit zu sagen? Ja, natürlich erstmal positiv. Die Verteilung der Software war auch bei der großen Anzahl von Studierenden. Also insgesamt haben wir da bei den Vorlesungen, Grundkursen und so weiter 600 Studierende in der Zeit
versorgt und bei den anderen Kursen vielleicht so um die 400, also Richtung 1000 Studierende mit Software zu versorgen, ohne den Stress über irgendwelche Lizenzserver zu haben, war dort doch sehr positiv aus meiner Perspektive. Ich konnte auch die Apple-Fans glücklich machen, denn sie waren in der Lage mitzuarbeiten und mussten sich nicht irgendwie einen weiteren Rechner anschaffen oder sowas. Es war alles machbar, der Funktionsumfang hat alle Anforderungen erfüllt. Viele Erweiterungen, auch mit Gewässerbezug, waren vorhanden. Meiner Meinung nach vertretbare Anzahl von Programmabstürzen, mit der man einfach leben muss, das gehört zum Geschäft dazu. Die praktischen Anteile kamen sehr gut an. Die Evaluierungsergebnisse der Veranstaltung waren überdurchschnittlich, zumindest überdurchschnittlich, was den Fachbereich angeht. Und zusammenfassend kann ich sagen, sowohl aus der Uni-Perspektive, aus der Lehre, als auch aus der Praxis im Ehrenamt und im Büro, dass die Gewässerentwicklungsplanung mit FOSS einfach unproblematisch möglich ist. Natürlich gibt es auch negative Sachen. Man lernt gerade in den Uni-Veranstaltungen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Gerade in der Bedienung kommen die skurrilsten Sachen heraus, Arbeiten aus Archiven etc. Passiert. Für mich ein schwieriges Thema war die anfällige Installation von QGIS im PC-Pool meines Fachbereichs damals. Ich hatte mehrfach mit DLL-Problemen zu kämpfen, die sich so nicht leicht beheben ließen, auch mangels meiner IT-Expertise. Ja, spaßig war natürlich immer die Spannung zur SRIF-Fraktion. Ja, sind wir auch schon bei der Schlussbemerkung. Und da würde ich gerne den Tweet von Beginn nochmal hervorholen und quasi auf die Partizipationshürden und das Umsetzungsdefizit im Gewässerschutz hinweisen oder es darauf zuspitzen. Und da denke ich, dass einfach die Kombination aus Open Science, FOSS in Forschung, Lehre und Praxis kombiniert mit den Beteiligungsmöglichkeiten Citizen Science, Ehrenamt plus ganz wichtige Komponente Open Data halt ein wichtiger Baustein dafür sind, dass eben mehr Maßnahmen flächendeckender umgesetzt werden können. Und faszinierend und immer wieder motivierend ist auch der Prozess, wenn FOSS-Leuchtturmprojekte zusammenwachsen und sich einfach ganz neue Arbeitsanwendungsgebiete ergeben. Beispiel ist Point Cloud Support in QGIS oder die Erweiterung von Blender um eine GIS-Komponente. Ja, bleibt mir noch zu sagen, wer mehr über die Projekte erfahren möchte, ne? Wie gesagt, alles Work in Progress, nichts ist fertig, aber alles ist im Werden begriffen, der oder die kann natürlich gerne auf den Projektwebseiten vorbeischauen. Wir freuen uns immer über jeden Austausch, Anregung, Kritik, dafür sind wir immer dankbar. Wir brauchen auch noch Hilfe beim Open Sourcen unserer Gewässer-App und bei der Verwendung von Ardu Simple Boards, falls da jemand auch dran arbeitet, immer bitte, immer Kontakt aufnehmen bitte. Und ja, ich möchte mich natürlich jetzt hier an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit bedanken, aber auch explizit nochmal bei der Community, die eben das alles möglich macht und Menschen wie mir, von denen es Tausende sicherlich gibt, eben diese Tools an die Hand gibt, um das Thema, wofür man brennt, bearbeiten zu können. Ja, und jetzt stehe ich natürlich noch für Fragen bereit. Vielen Dank. Ja, Jens, vielen Dank für diesen interessanten und praxisorientierten Vortrag. Bisher kommen von den Zuhörenden noch keine Fragen, dann hätte ich eine erste Frage. Gibt es denn schon erste Erfolge, die sichtbar oder messbar sind? Ja, wir haben zum Beispiel schon kurze Zeit in der Renaturierung einen ersten Sichtnachweis eines Bibers gehabt. Das heißt, also, das haben sich tatsächlich dort Biber angesiedelt, oder so scheint es zumindest, was vielleicht nicht durch die Renaturierung, aber zumindest durch die Renaturierung begünstigt wurde. Davon würde ich ausgehen. Und genau, Jungfischsichtung, sodass die ökologische Qualität sicherlich sich deutlich verbessern dürfte. Das ist jetzt schon absehbar. Ist es denn auch für andere Naturschutzvereine interessant? Ist da schon mal jemand auf euch zugekommen? Gibt es da Zusammenarbeiten, Synergien? Über die Presse und die Naturschutzbehörden
ist das Projekt so ein bisschen bekannter gemacht worden und da gab es tatsächlich schon positive Rückmeldungen. Und wir sind jetzt so in der Phase, uns mit weiteren Projekten zu vernetzen und eben das Gewässerökosystem Diemel vielleicht auch ein bisschen weiter stromauf, stromab aufwerten zu können und dass das Beispiel dort vielleicht Schule macht. Ja. Bisher sehe ich keine weiteren Fragen. Ich würde vielleicht einen kleinen Moment noch warten, ob noch Fragen kommen. Und dann wäre der nächste Vortrag dann um 14:30 Uhr. Würde es dann weitergehen mit Wissenstransferprojekt Sapiens? Ja, ich gucke mal noch mal. Also wenn jetzt keine weiteren Fragen kommen, wäre mein Vorschlag, in die Pause zu gehen und dass es dann 14:30 Uhr weitergeht. Dankeschön.